Ist das Wasser in der Höhle wieder gestiegen? So lautet die bange Frage. In der Nacht prasselte der Monsunregen über Stunden und könnte den für heute geplanten zweiten Rettungseinsatz behindern. Für 10 bis 20 Stunden wurde er ausgesetzt. Die Taucher müssen jetzt die Sauerstoffvorräte auffüllen, so der Gouverneur. Denn alle Vorräte sind bei den ersten Tauchgängen aufgebraucht worden. Welche 4 Kinder gerettet wurden, ist nach wie vor nicht bekannt. Sie werden in diesem Krankenhaus in 60 Kilometer Entfernung von der Höhle versorgt. 2 von ihnen soll es sehr schlecht gehen. Ihre Eltern dürfen noch immer nicht zu ihnen. Ein medizinischer Angestellter sagte, dass das wohl so bleiben wird, bis alle Jungs in Sicherheit sind. Keine Familie soll sich benachteiligt fühlen. Auch einigen der in der Höhle wartenden Kindern gehe es nicht mehr richtig gut. Und auch der Fußballtrainer sei gesundheitlich angeschlagen, heißt es. Wer der Nächste sein wird, der das Licht der Freiheit wieder sieht, unklar. Ein Retter schilderte den Ablauf des ersten Einsatzes gestern. Je 2 Taucher nahmen sich demnach eines Jungen an. Der eine trug das Kind festgebunden unter seinem Bauch, der zweite tastete sich durch das schlammige, dunkle Wasser. Mit Atemmasken ging es durch den 4 Kilometer langen Höhlengang. Zum Teil tauchend durch überflutete und steile Gänge, vorbei an scharfkantigen Felsen. Durch extrem enge Passagen, manchmal nur 60 cm hoch, ähnlich wie in diesem Video, sodass sogar die Pressluftflasche vom Rücken muss. Einige Kinder können nicht mehr schwimmen und wurden in aller Eile auf das Tauchen vorbereitet. Höhlentauchen ist das Schwierigste, was sich ein Taucher überhaupt vorstellen kann. Und die Kinder sind es bisher nicht gewohnt. Und jetzt plötzlich so etwas zu machen, das ist schon eine enorme Leistung, die den Kindern da abverlangt wird. Seit inzwischen 15 Tagen sind die Mitglieder der Fußballgruppe in der Höhle eingeschlossen. Und der Sauerstoffgehalt darin ist in den vergangenen Tagen immer weiter gesunken. Was wächst, ist die Gefahr, dass das Wasser in den Gängen wieder steigt.